Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxis. Wir erforschen weiter die Insel Taranis. Sind hier gerade hinter dem Lager der Magier unterwegs. Ist der tot? Hä? Wo kommt denn ein totes Warzenschwein her? Haben wir das irgendwie hingeschmissen? Das kann ja nicht sein. Wir haben es ja nicht von hier unten hier nach oben geworfen, oder? Egal. Vielleicht ist der Drachensnapper daran schuld, dass er tot ist. Könnte natürlich sein. Die müssen ja auch irgendwas essen. Aber dann ist es natürlich merkwürdig, dass wir noch Fleisch bekommen haben von dem Warzenschwein. Achtung, mach dich bereit! Ah, Schockwelle. Tut. Tja, unser Höllenhund bekämpft den Drachensnapper allein. Och, visier ihn doch mal an. Oh, Kobolde kommen, um ihrem Haustier, dem Drachensnapper, zu helfen, oder was? Ja, dann nehmen wir halt auch bei den Kobolden wieder unsere Waffe, wenn sie sich nicht totschlagen lassen. So. Weiter geht's. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Kobolde treffen, oder? Oh, und da ist auch noch so ein Schattenkrieger. Ging schnell. Waren ja nicht Bären? Ach nein, es waren nur diese Pilze. Die waren hinter dem... Die Pilze waren hinter dem Strauch versteckt. Ich dachte, es wären Bären, aber ja, es waren Pilze. Oh, hier ist es aber ziemlich, ziemlich eng. Müssen wir aufpassen. Noch so ein Schattenbeest. Ist Edward gerade runtergefallen? Nein, okay. Ich dachte schon. Schattenwächter. Grünes Herz, drei Krallen und einmal Zähne. Und ein Schädel. Und eine Truhe und eine Falle. Das ist doch dumm, dass man die Fallen nicht vorher entschärfen kann. 60er Truhe. Okay. Geschafft. Rumperle Smaragdrubin. Ja, also da will ich mich definitiv nicht beschweren. Sehr schön. Und noch ein schwerer... Ach nein. Und noch ein schwerer Goldsack daneben. Mit 100 Gold. Oh mein Gott. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube, dann können wir uns nämlich auch direkt zurück teleportieren, weil... Dann müssten wir hier dieses Gebiet komplett erkundet haben. Ja, hier waren wir noch nicht. Da gehen wir da erstmal hin und wenn wir dann dieses Gebiet auch erforscht haben, dann reden wir natürlich mal mit den Magiern in ihrem Turm da. Ich frage mich noch, von welcher Hütte er geredet hat, also welche Hütte hier Stanleys Hütte sein soll, weil da müsste ja eine Truhe sein, wo dieses böse Buch drin ist. Hinter der Hütte waren wir ja schon. Da war dieses Gürteltier. Hinter dem Lagerhaus waren wir auch schon. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Das ist, die Taverne. Da haben wir... Da haben wir das Magier-Ding, okay. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hm. Haben wir mit denen schon geredet? Ja, ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Schminkt dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Wie schaffen es ein paar Kristalle, Titanen aufzuhalten?
Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen. Wo haben die Kristalle ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Klingt alles so, als wolltet ihr Gott spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Sie sind der Schlüssel für das Fortbestehen der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Gut, ich denke, dieser kleine Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Vielen Dank. Was kannst du... Magie sicher lernen. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch. Dir ist das egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein magisches Talent um... dein magiesicher Talent um 10 pro Stufe. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist auch nicht teuer. Ich möchte durch Magie weniger Schaden nehmen. Okay. So gut bin ich auch nicht. Geist 40. Was habe ich da? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. So wird's gemacht. Oh fuck. Fuck. Ja komm. Bringt mich um. Halt, müsst ihr jetzt so viel platt machen, da hab ich keinen Bock drauf. Bleibst du wohl stehen? Aua! Du doch! So will ich das war gut! Warum greifen die denn jetzt? Aua! Tut doch weh! Nicht nachlassen! Gleich nochmal! Ruhe minus 50, ja, wie gesagt, das war jetzt dumm. Also ich habe mich verdrückt. Ich wollte einfach nur auf I für Inventar drücken, bin aber auf die 8 für Schockwelle gekommen und hab dadurch alle angegriffen. Also richtig geil. Richtig, richtig. Geil. Naja, egal. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte nachschauen, wie viel Geist ich habe. 23. Wie viel habe ich gebraucht? Ich meine, ist ja auch nicht teuer momentan, aber nur um weniger Schaden von Magie zu nehmen, meinen ganzen Ruhm verschwenden. Mehr Konzentration. Ah, Homie. Du hier, Lucky Lucky? Wer bist du denn? Ich bin Jaffa. Ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hadder. Was heißt, du warst ein Held? Sieh dir doch an mein Leben heute. Jaffa geworden, Mata. Ein Meister der Gnome, der muss ausbilden einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis, Miss Hada. Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Peewee war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Mata, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Peewee? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Ah ja, den habe ich schon getroffen. Oh nein, große Enttäuschung ist Jaffa. Kein guter Mata. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Matus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki. Ich warte hier so lange. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew.
Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, wo dieser Ali ist, aber vielleicht ist der hier direkt im Lager. Dann reden wir nochmal mit ihm. Zeig mir deine Ware. Jip, jip. Abbas, Kasim. Nee, nichts für mich dabei. Zakir. Raka. Ach Mann. Haben die Biester dir auch so übel zugesetzt? Keine Ahnung, wo dieser Ali ist. Schauen wir uns später nochmal an. Ob wir den finden. Hä? Haben wir nicht gerade eben alle Wächter miteinander trainiert? Okay, dann eben nicht. So, was haben wir hier? Ein paar alte Schuhe. Wir könnten hier eigentlich mal auf dieses Dach klettern, aber leider kommen wir da nicht einfach so drauf. Ist das jetzt... Ist das vielleicht Ali? Ja. Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jafar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jafar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen, Jafar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache, das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Okay, den neuen Kadett melden. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten. Ihr müsst euch gegenseitig decken. Im Angriff gewinnt... Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut, überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Okay, wo ist er denn? Hier? General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Geil. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Wollte ich schon immer mal mich verprügeln lassen. Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Zeig, was du kannst! Ich zieh wenigstens mal meine Waffe, damit's realistischer aussieht. Oh, das dauert ja ewig. Komm. Ja. Komm. Vor allem, als wenn dieser Magnus nicht merken würde, dass ich mich überhaupt nicht wehre. Mach schon. Das gibt einfach Fleischwunden mit seinem scheiß Säbel, den er hier in mein Fleisch reinhackt. Ich blute ja ohne Ende. Vielleicht sterbe ich sogar. Komm, einmal noch. Zeig sie. Das war gut. Sehr schön. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, was daran liegt, dass ich mich nicht gewehrt habe. Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Seele plus 3.
Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie! Mein Traum sich jetzt erfüllen! Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon! Eines Tages, Kristallhandschuh eines Wächters, mein Aurikulki wird sein! Danke, Homie, für große Hilfe! Yippie! Okay, jetzt können wir mit dem anderen Gnome reden. Ist er da drüben? Ja. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Dein Schützling Ali ist unter der Haube. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie! Gute Neuigkeit! Alin und Piwi von Magnus. Jaffa jetzt frei! Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jaffa kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Cool. Jetzt haben wir noch einen kleinen Dieb an Bord. Ich hoffe nur, er respektiert die Sachen der Leute, die mitfahren und dass ich halt der Kapitän bin. Und klaut nicht irgendwas von mir. Das wäre irgendwie nicht so cool. Ich glaube, ich weiß jetzt, was uns verfolgt. Es ist der leibhaftige Tod. Seine Klauen greifen nach uns und unseren Seelen. Seine Mark- und Beindurchdringenden Augen sind auf uns gerichtet. Das ist doch mal etwas Konkretes. Ich weiß, dass es sich bescheuert anhört, aber ich kann es nicht besser erklären. Lass gut sein. Wir sind alle ziemlich angespannt. Ja, aber pass gut auf dich auf, okay? Ich pass schon auf mich auf. Keine Angst. Ich will diesen Rohstein mitnehmen. Na also. Den findet man irgendwie verdammt selten. Kann das sein? Okay. Am Wasserfass kurz heilen. Mit Gurten haben wir ja schon geredet. Da sollte es auch nichts Neues gehen. Darf ich hier rein oder dreht er dann durch? Ich scheine hier rein zu dürfen, aber ich speichere trotzdem erstmal. Die wertlosen Sachen lassen wir natürlich liegen. Nur selten kamen geölte Kurbelwellen in Armbrüsten zum Einsatz, obwohl ihre Effizienz auf der Hand lag. Seit die meisten Schützen auf Schusswaffen umgestiegen sind, dürfte es dort bestimmt niemanden mehr interessieren. Ein letztes Exemplar soll einem Leuchtturmwärter auf Kalador gehört haben. Aha. Oho. Die geölte Kurbelwelle, habe ich die schon gefunden? Ich glaube nicht. Auf Kalador. Hühnchen. Ach nein, keine Gabel mitnehmen. Eine Goldmünze und wir klauen sie trotzdem. Fechtschwert. Ist aber geil, dass wir einfach alles mitnehmen können und es niemand interessiert. Ah doch. Denk gar nicht daran, es hat ihn wohl interessiert, aber er war einfach viel zu langsam. Er hätte vielleicht rennen sollen. So. Wir müssen hier hinters Haus, fällt mir gerade auf. Um da weiterzukommen. Behalte deine Finger ja bei dir. Ach, hier darf ich nicht klauen gehen. Na gut, dann schleichen wir hier halt durch. Scheint aber eh nichts weiter zu liegen, oder? 3 Gold. Speichern nochmal. Oh, hier liegt ja echt gar nichts rum, ey. Nur ein paar langweilige Betten, so. Aber wir müssen ja eh hier durch. Ah, das ist wohl die Truhe von Stanley, alles klar. Gold, Eisenerz, herausgerissene Seite. Eine herausgerissene Seite. Es scheint als so, als würde sie von einem dieser verfluchten Bücher stammen. Können wir uns die durchlesen? Das wäre mal cool. So, herausgerissene Seite. Hier.
Ja, Tatsache. Bla, Nekrolog. Okay, ich kann das alles nicht lesen, tut mir leid. Bringt nichts. Aber ich dachte, man dreht durch, wenn man das liest. Also hätte ich es ja eigentlich nicht lesen dürfen, oder? Oder mir beziehungsweise die Seite anschauen dürfen. So. Okay. Ah, dann würde ich sagen... Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax ist bis morgen und dann werden wir uns dieses Gebiet hier morgen anschauen. In diesem Sinne, tschüss.